Grüß dich, Freunde. Ich bin's wieder, euer Julian. Ich stelle euch heute die neuen Molassefänger Mini von Devilsmog vor. Frisch eingetroffen in der Schliffgröße 18,8 als Clear-Version, als handbemalte Neon-Version in Orange und Gelb und als Diamond. Für die Leute, die nicht genau wissen, was ist ein Molassefänger, was bringt das Ganze? Der Tabak ist für Molasse getränkt, dadurch ist er feucht, allerdings die Molasse wird warm, wird flüssiger, läuft, wenn man nicht gerade einen Funnel, einen Einlochkopf verwendet, nach unten und verdreckt die Rauchsäule, die Bowl und das Wasser, beeinflusst den Geschmack und ist wiederum nervig zu putzen. So wird das Ganze verhindert. Die überschüssige Flüssigkeit sammelt sich hier drin und das Teil kann einfach ausgewaschen werden. Sinnvollerweise verwendet man noch einen Schliffschoner. Dieser verhindert die direkte Hitzeübertragung des warmen Tabakkopfes, des warmen Tellers, dass sich das Glas nicht ausdehnt und reißt. Vom Setup, ich habe heute eine Vendetta Shisha mit einem Devilsmog Black Oil Mundstück und einem Kaminkopfset. Schaut es euch an, schreibt unsere Rezensionen, ruft euch an, fragt nach. Ich bin gespannt, was euch gefällt. Bis bald.